Die Wall Street spielt den Trump Trade. Also man kauft jene Werte, die schlecht gelaufen sind, Nebenwerte, Russell 2000, alles was nicht Tech ist, was nicht vorher schon deutlich gestiegen ist, weil man sich sagt, naja, erstens werden ja die Zinsen sinken, das ist gut für diese hochverschuldeten Unternehmen, wenn die Zinsen sinken, und zweitens kommt Seth Donald an die Macht und diese Unternehmen, diese kleineren Unternehmen, die sind ja vorwiegend in den USA tätig, wären also weniger betroffen von diesen Zöllen, weniger betroffen als die großen international aufgestellten Unternehmen. Das Problem bei diesem Trump-Trade ist, er wird bald nicht mehr funktionieren, weil richtigerweise diese Firmen, die hochverschuldet sind, profitieren, wenn die Zinsen sinken. Aber sie sind eben auch besonders betroffen von dem Abschwung, von der Rezession der US-Wirtschaft, denn die haben wenig Kapitalpuffer, die haben wenig Möglichkeiten, mal eine schwierige Zeit durchzustehen und sind eben dann besonders auf den US-Konsumenten angewiesen, und der schwächelt. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen. Die Fed wird die Rezession nicht mehr vermeiden können, und die Frage ist aus meiner Sicht nur, wann gerät sie in Panik, nicht ob sie in Panik gerät. Schauen wir uns mal an. Jedes Mal, wenn die Fed letztendlich umsteuerte, wenn also der Pivot kam, das war im Jahr 2000 so, das war dann im Jahr 2007 so, 2000 Dotcom-Blase, jetzt haben wir die Dotcom-Blase 2.0, die sich KI-Blase nannte, dann eben Finanzkrise, das war die Immobilienblase, jetzt haben wir die KI-Blase, die so gigantisch ist, während auf der anderen Seite die Wirtschaft deutlich schwächer geworden ist, und dementsprechend senken jetzt die Analysten oder erhöhen ihre Zinssenkungserwartungen. Die allermeisten gehen jetzt davon aus, dass im September die ganze Geschichte passieren wird. Juli hat jetzt niemand so wirklich auf dem Schirm, und das ist kein Zufall, denn gestern hat der Fed-Chef Jerome Powell in diesem Gespräch vor dem Economic Club of Washington die Gelegenheit verpasst, den Märkten zu signalisieren, ja, es könnte schon sein, dass im Juli die Zinsen sinken. Das hat er nicht gemacht. Das heißt, frühestens würden jetzt die Zinsen dann eben bei der übernächsten Sitzung der Fed sinken. Das ist der 18. September. Haben wir also noch einige Strecken hin, und das wiederum bedeutet, dass die Inflationserwartungen nach oben gehen, denn wenn die Zinsen sinken, steigt wieder das Potenzial für Inflation, zumal Trump vor der Tür steht. Deswegen sehen wir, dass eben besonders die längerfristigen Inflationserwartungen deutlich nach oben schießen. Man sagt sich, ja, wenn die Zinsen runterkommen, plus Trump, der Zölle machen wird, der Migranten rausschmeißen wird, der also alles tut, was die Inflation nach oben treibt, dann werden wir uns dagegen wappnen müssen. Das wiederum bedeutet, dass die Anleiherenditen steigen werden, vor allem die länger laufenden Anleiherenditen. Das wiederum bedeutet, dass wir eine Entinvertierung der Zinskurve erleben, und Entinvertierungen der Zinskurve sind meistens ein sehr, sehr zuverlässiges Signal für eine Rezession. Aber diese Rezession, die kommt nicht. Das hat uns Ben Bernanke, der ehemalige Fed-Chef, am 17. Januar 2008 schon erzählt. Die Rezession hatte, wie man im Rückblick weiß, schon einen Monat vorher begonnen. Powell hat gestern gesagt, naja, also Hard Landing Szenario ist nicht das most likely, also nicht das allerwahrscheinlichste. Das klingt schon ein bisschen vorsichtiger. Vor kurzem hatte er noch gesagt, also wir gehen überhaupt nicht davon aus, dass eine Rezession kommt. Jetzt ist es nicht das allerwahrscheinlichste. Also er wird ein bisschen vorsichtiger zumindest, aber das sollte er auch. Dann schauen wir uns mal diese Geschichte hier an. Hier sehen wir mal den City Economic Surprise Index, der im Grunde mit Ausnahme einer kurzen Erholung dann in der zweiten Maihälfte permanent im Sinkflug ist. Das heißt, die Daten kommen fast alle deutlich schlechter rein, als eben die vorherige Erwartung war. Und hier rechts sehen wir mal den sehr schnellen Anstieg der Arbeitslosenquote. Wir waren im März bei niedrigen 3,4%, wenn ich das hier richtig erkenne, und sind sehr schnell jetzt gestiegen auf 4,1%. Das ist die offizielle Arbeitslosenquote, also diejenige, die seasonal adjusted ist. Faktisch dürfte die Arbeitslosigkeit nicht seasonal adjusted, wie das hier sich andeutet, deutlich höher sein. Das ist diese blaue Linie. Wir sehen das. Permanent job losses have accelerated, also die haben sich beschleunigt. Jedes Mal, wenn wir da ein bestimmtes Niveau erreichten, gab es eine Rezession. Und hier schauen wir uns jetzt mal an. Gestern Salesforce, 300 Mitarbeiter, viele, viele andere Firmen, die in letzter Zeit jetzt in den letzten Tagen wieder Entlassungen angekündigt haben, so wie John Deere, diese Landwirtschaftsfirma mit Traktoren.
dass man hier großflächige Entlassungen jetzt ankündigen wird. Warum das passiert, will ich gleich zeigen. Aber schauen wir uns mal an, was eben die Anleihemärkte spielen. Wir sehen jetzt eben diese Endinvertierung der Zinskurven. 32-Jährige jetzt positiv. Das heißt, die Märkte gehen davon aus, die Fed muss die Zinsen senken. Deswegen fallen die Renditen für die kürzer laufenden Anleihen, in dem Fall für die 2-jährige Anleihe. Aber die 30-jährige Anleiherendite, also die Prämie sozusagen, die fällt nicht so deutlich, weil eben die Märkte erwarten, dass dann die Inflation wieder zurückkommt. Dementsprechend sehen wir, dass wir hier entinvertieren. Unten sehen wir mal die 10- und die 2-jährige. Auch hier sehen wir das. Es sieht gut aus, das sieht nach einer Endinvertierung aus. Hier sehen wir das mal im größeren Bild, da könnte jetzt eine richtig fette Bewegung kommen, auch bei den 32-Jährigen. Und das ist das zentrale Problem, das vor allem viele Firmen haben, die ich vorher angesprochen habe, die von diesem Trump-Trade profitieren. Sie sind hoch verschuldet und viele müssen jetzt demnächst refinanzieren und sie haben sich damals vielleicht noch zu einem sehr schönen niedrigen Zinssatz finanziert und müssen jetzt, wenn die Zinsen jetzt nicht dramatisch schnell sinken, eben sich deutlich höher verzinst, eben neue Schulden, neues Geld besorgen. Wir sehen 9,3 Billionen werden innerhalb eines Jahres jetzt fällig werden. Das ist eine ganze Menge Holz, das tut also richtig weh. Es dauert, bis die Zinsen sich durch die Wirtschaft fressen, aber ich glaube, der Zeitpunkt, wie wir das jetzt am Economic Surprise Index gesehen haben, wie auch, wie wir es gesehen haben beim Anstieg der Arbeitslosenquote, der ist jetzt da und jetzt trifft es auch die Firmen. Warum? Denn die Erzeugerpreise, also die Kosten für die Unternehmen, die gehen weiter rauf. Während auf der anderen Seite die Verbraucherpreise nicht mehr steigen. Wir sehen jetzt zum Beispiel, im letzten Monat haben wir das erste Mal seit dem Jahr 2020, dass, auch wenn hier statistisch vielleicht manches fragwürdig ist, aber wie auch immer, jedenfalls das erste Mal einen Rückgang der Verbraucherpreise seit dem Jahr 2020. Bedeutet mit anderen Worten, die Firmen haben höhere Kosten, können die aber nicht mehr an die Konsumenten weitergeben, sonst müssen die Verbraucherpreise steigen. Ergo, was machen die Firmen, wenn sie höhere Kosten haben und die nicht mehr weitergeben? Sie versuchen, die Kosten zu senken und das passiert meistens eben über die Reduzierung der Mitarbeiterzahl. Das heißt, wir dürften sehen, dass die Arbeitslosenquote weiter ansteigt. Das wird die Fed wiederum ziemlich kalt erwischen. Und heute schon sehr wichtig, die Einzelhandelsumsätze. Das wird, das hat das Potenzial einer Bewegung von Inflationsdaten heute, denn es ist ja bisher so gewesen, hurra, schlechte Nachrichten sind gut, weil die Fed wird dann die Zinsen senken. Jetzt ist klar, die Fed wird die Zinsen senken oder die Märkte gehen sicher davon aus. Deswegen werden schlechte Daten jetzt auch schlechte Daten sein und gute Daten gute Daten. Das heißt, wenn wir heute gute Einzelhandelsumsätze bekommen würden, dann wäre das wahrscheinlich positiv für die Märkte, wenn nicht, wenn sie negativ sind, dann wäre es auch negativ für die Märkte. Schauen wir uns mal hier an, erwartete minus 0,3%. Schauen wir uns mal die letzten Veröffentlichungen an. Hier Geschichte, das Ding in der Mitte, dann sehen wir, von den letzten 5 Veröffentlichungen waren 4 eine negative Überraschung, waren also deutlich schwächer. Und wenn Sie links unten mal gucken, dann sehen Sie den Einzelhandelsumsatz nicht inflationsbereinigt zum Vorjahresmonat und hier die Inflation zum Vorjahresmonat und die ist jedes Mal höher. Das heißt, real gesehen, ohne diese Preissteigerungen wären die Umsätze gesunken, hätten also die Leute weniger konsumiert. Und das zeigt schon, wie die Lage jetzt wirklich ist in einer Wirtschaft, die ja zu über 70% eben vom Konsum der Amerikaner abhängt. Das ist etwas, worauf heute sehr zu achten sein wird. 14:30 Uhr, wir berichten drüber. Ohnehin sagen jetzt immer mehr Leute, auch die Gutverdiener, dass sie richtig finanziellen Stress haben. Wir sehen etwa, dass mehr als 33% sagen, also ich bin besorgt, dass ich in den nächsten 6 Monaten, also ein Drittel der Amerikaner sagt, ich bin nicht sicher, ob ich in den nächsten 6 Monaten es bis zum Monatsende schaffe mit meinem Geld. 30% der Amerikaner, die mehr als $150.000 verdienen, sagen, das ist echt eine schwierige Zeit für mich, weiß nicht, ob ich mit dem Geld hinkomme. 43% sagen, dass sie wirklich echte Schwierigkeiten haben, davon sogar 37%, die wirklich Großverdiener sind oder Gutverdiener sind, sagen wir es mal so. Die Geringverdiener haben natürlich sowieso ein Riesenproblem und das dürfte der Grund sein, warum Biden jetzt vorschlägt, Mensch, wir sollten die Mietsteigerungen jetzt mal bremsen. Maximal 5% dürfe es da nach oben gehen. Das ist nochmal der Versuch, die Leute zu beschwichtigen. Der Immobilienmarkt hat ein riesiges Thema. Niemand kann sich mehr Immobilien leisten sozusagen.
Und insgesamt, wenn wir jetzt diese schwachen Daten aus den USA gesehen haben, dann sehen wir, dass ohnehin ja der Wachstumstrend tendenziell nach unten gerichtet ist. Und das, obwohl ja Billionen an Liquidität in die Märkte geschüttet wurde, in die Wirtschaft geschüttet wurde, über Schulden wie die Amerikaner, wie die Franzosen. Und dennoch springt die Wirtschaft nicht an. Uiuiui. Aber kommen wir zu den Märkten. Da sehen wir, der Trump-Trade, der springt jetzt richtig an. Das sind also die Unternehmen, die vor allem Inlandsgeschäft machen. Unternehmen, die eben von einer Trump-Politik profitieren würden, also private Gefängnisse, Geld, alle solche Geschichten. Wir sehen, das hat gestern richtig gut funktioniert und das wird gespielt auch über Optionen im Russell 2000. Dieser Index, der hat jetzt ein RSI im 2-Stunden-Chart von mehr als 88. Hat es so noch nie gegeben. Wir sehen, dass der Index jetzt, nämlich der Russell, gegenüber dem S&P 500, also dem Leitindex, 6,8% zugewinnen konnte. Der S&P ist in dieser Woche und in den letzten Tagen flat, der Russell 2000 massiv gestiegen. Gestern war der schon wieder noch deutlicher im Plus, hat aber immerhin noch mit 1,8% geschlossen, während Nasdaq und S&P die schwächeren Indizes waren. Also hier sieht man diesen absoluten Trump-Trade und jetzt nochmal verzweifelte Versuche, Tech hochzujazzen. Nvidia könnte in einem Jahrzehnt 50 Billionen Dollar Marktkapitalisierung erreichen. Also ich glaube, die sind so ein bisschen gaga so langsam. 50 Millionen Billionen Dollar, das ist das fast das Doppelte des BIPs der USA. Und das in einer Situation, wo wir charttechnisch sehen, dass wir drei negative Kerzen haben bei Nvidia, wo die Dinge jetzt ein bisschen hässlich werden könnten. Jetzt nochmal schnell hier ein bisschen die Euphorie. Liebe Kleinanleger, jetzt kauft Nvidia. Seht ihr, ist doch jetzt schön günstig. Die Aktie wird deutlich steigen. Wir sehen beim WIX vor allem, dass wir jetzt Kaufsignale bekommen. Hier ein Anstieg über gleitende Durchschnitte könnte jetzt aus den Bollinger Bändern rausbrechen. Und ein wichtiger Punkt wird eben auch sein, was J.D. Vance, der jetzt Vizepräsident werden soll, den Trump gestern sozusagen als Vizepräsidentkandidat ernannt hat, der sich vorher ja sehr ungünstig über Trump geäußert hat. Es könnte Amerikas Hitler sein. Ich war nie ein Trump-Guy. Ich habe ihn nie gemocht. Schrecklicher Kandidat. Ein Idiot, für den ihr vielleicht gestimmt habt. Und so weiter. Kulturelles Heroin. Und so weiter und so fort. Jetzt hat er dann eben in einem Interview gesagt, ja, ich habe mich halt geirrt. Ich habe dann gesehen, dass Trump ein toller Präsident war, etc. etc. Also, und damit muss er natürlich jetzt umgehen. Warum hat Trump ihn genommen? Weil eben Vance aus Ohio kommt und Ohio ist so einer dieser States, einer dieser Swing States, die zentral sind. Wer Ohio gewinnt, gewinnt meistens und vor allem diese Handworking People, wie es hier heißt, oder Hardworking People, also Leute, die sozusagen schuften, die meistens noch ja, Handarbeit erledigen, all das wird Trump adressieren und versucht er mit ihm eben durchzubringen. Vance ist nicht nur jemand, der sagt, also Ukraine ist mir egal, sondern er sagt, naja, wir sollten den Dollar mal ein bisschen abwerten. Abwerten sei ein scary word, aber was es wirklich meint, ist, dass amerikanische Exporte billiger werden und das ist wichtig, so Vance. Also der sagt mit Lighthizer zusammen, der wahrscheinlich wieder eine wichtige Rolle spielen dürfte, wenn Trump gewählt wird. Und dann könnten interessante Zeiten für den Dollar anbrechen und auch für das Verhältnis zu China. Er hat Vance in seinem ersten Interview bei Fox hat er gleich gesagt, ja, wichtig ist das, was wirklich der real issue ist, nicht Ukraine, sondern China. Und es ist also jemand, der absolut auf Trump-Linie ist, wenn nicht sogar radikaler in Sachen Zollanhebung eben gegen Waren außer die China. Und ein Spektakel sondergleichen sehen wir jetzt auch hier in der Eurozone. Kommissionspräsidentin Uschi will jetzt die Präsidentschaft, die Rats, die vorübergehende, ja, Präsidentschaft von Ungarn boykottieren, nachdem Orban ja zu Putin gereist ist, aber vorher eben auch zu Zelensky. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht die Amerikaner sagen, naja, wir wollen diesen Ukraine-Krieg mal irgendwie vom Zaun haben, der soll mal weg irgendwie, das stört nur, kostet Geld und so. Und
Vielleicht ist Orban ja mit einem indirekten Auftrag auch der Amerikaner unterwegs, die wahrscheinlich sagen, naja, vielleicht kann der so ein bisschen vermitteln. Jedenfalls ist ja heute die Wahl im Europaparlament und da versucht also die gute Uschi nochmal richtig reinzuhauen und hier Dinge zu tun, die aus meiner Sicht nicht sinnvoll sind. Orban hat von Anfang an gesagt, dass er nicht im Auftrag der EU unterwegs ist, sondern als ungarischer Staatschef, der versucht sozusagen einen Konflikt, der ihn sehr stark betrifft, weil Ungarn ja da auch angrenzt, eben zu lösen. Also auch das wieder ein fatales Signal einer fatalen Politikerin. Und solange solche Figuren wie von der Leyen hier an der Macht sind, wird es mit Europa nicht aufwärts gehen. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. DAX geht die Puste aus. DAX ja schwach ist das, oder in den letzten Tagen schwach ist das, weil man eben sagt, naja, das wird für die deutschen Unternehmen schwierig. Wenn es dönnelt, dann presse, dann wird. Schauen Sie doch mal diesen Artikel an, mit allem, was wichtig ist, was Sie heute wissen müssen, meine Damen und Herren. Und dann schauen wir uns einmal den zweiten Artikel an. Das ist Paul und die Fed gewinnen an Zuversicht. Zinsen sinken bald. All das, was Paul gesagt hat und was die Märkte daraus machen, finden Sie in diesem Artikel. Diese Artikel gerne weiterempfehlen, meine Damen und Herren. 14:30 Uhr, eine Schau, da ist der Einzelhandelsumsatz. Das wird sehr wichtig heute. Und nochmal der Hinweis, heute komplettes Programm, morgen komplettes Programm, Donnerstag nur noch der Videoausblick. Dann ist 2 Wochen erst einmal weg. Also, ich wünsche das Allerbeste und sage Servus, ciao.